Der muss ja irgendwo stecken, der Fahrer. Der hängt hier irgendwo rum. Wir checken nochmal den Garagenbereich eventuell. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht auf der Seite. Das kann gut möglich sein. Ja, das kann gut möglich sein. Bist du der Fahrer? Nee, du bist auch nur ein finster dreinblickender Security Agent. Das ist schon mal gut. Ein paar Schlüssel. Storage Keys. Open the Storage Room Key. Open the Storage Room. Member Card. Immerhin. Echt ein Problem, wenn wir den Fahrer nicht finden. Der wird hier irgendwo rumlungern. Irgendwo lungert der hier rum. Könnte natürlich auch einfach auf irgendeinem Zimmer sein. Dass sein Koffer auf einem Zimmer steht. Und derweil liegt der Typ da auf der ein Glück verschlossenen Toilette. Fahrer. Der mit der Mütze. Den haben wir in der Intro-Sequenz haben wir den gesehen. Den mit der Mütze. Und nun... Naja... Und nun finden wir ihn nicht. Hier vielleicht? Schon wieder Toiletten ohne Türen? Finde ich echt... Ist ein richtiger Downer. Aber ich gehe mal meiner Intuition nach. Ich gehe mal meiner Intuition nach und... Geh wieder auf die Zimmer. Der wird da irgendwo rumlungern. Der wird ja hier nicht in Klamotten, wird er ja nicht. Hier. Oder in dem noch krasseren VIP-Bereich. Aber wir waren ja gerade da. Hi, na, alles klar. Also Rollo ist zu. Haha. Oder ist er tatsächlich irgendwo hier, eventuell? Das hat alles einen tieferen Sinn gehabt mit dem Rollo. What's up, man? Nope. Alles. Aber immer noch alles grün. Alles cool, yo. Alles cool, yo. So, zu den Zimmern. Jetzt reicht's. Ich will zu den Zimmern. Du bist nicht der Fahrer, oder? Du hast aber so eine Kruzifixkette. Aber ich habe alle meine Ziele eliminiert, richtig? Der hat aber die gleiche Kette. Ja, aber wir haben alle Ziele eliminiert. Das sollte uns nur auf eine falsche Fährte locken. Aber wir haben aufgepasst. Wir töten nicht die falschen Leute. Es sei denn, wir wollen ihre Klamotten haben. Nur wegen Designer-Klamotten töten wir. Okay, das ist jetzt hier die Vorhut, wo wir den einen Bauarbeiter gefunden hatten. Das ist das Security. Der Security-Raum. Der Hochsicherheitsbereich. Wo hoffentlich nie wieder einer langlaufen wird. Toi, toi, toi. Wir kreuzen die Finger, wir drücken die Daumen. Und hoffen nur das Allerbeste. Zu den Zimmern ging es hoch. Okay. Ah, warte mal. Everything good? Hi. The boss is busy. No end. Da ist auch ein Fragezeichen tatsächlich. Also müssen wir dahin. Okay, da wird der Boss sein. Entschuldigung. Immer wenn ich aufgeregt bin, dann fange ich an zu niesen. Das ist das Adrenalin, welches ich durch The Slater bekomme. So, wie können wir uns jetzt da durchmogeln? Von hier? Oh ja, von hier. Alles klar. Aber wir dürfen ihn nicht töten. Wir dürfen ihn nicht töten. Da ist der Koffer.
Hier ist auch keiner gerade. Er schläft. Oh, das ist gut. Mit der Mütze. Ja. Wir haben es, Leute, wir haben es. Wir müssen jetzt nur noch nach Hause. Nur noch nach Hause und dann haben wir es geschafft. Dann ist diese Mission abgeschlossen. Auf. Everything good? Ja, alles in bester Ordnung, mein Freund. Alles hängt senkrecht. Abstrakte Kunst. Vom IKEA-Baumarkt. Laufe ich in die richtige Richtung? Ja, das sieht gut aus. Ich orientiere mich jetzt mal kurz nur an der Minikarte. Ein Glück haben wir hier so. Oh, dieses Level ohne Minikarte. Das wär's ja. Und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt auf die nächste Mission. Ich habe ja wirklich schon gedacht gehabt, das war's jetzt. Das war's. Doch das andere Labor. Wir haben das Deep Pain Device, aber Pustekuchen. Wollen die sich ein neues Deep Pain Device bauen? Aber nicht mit uns. Nicht mit uns, nicht mit dem Slater. Heißt der überhaupt Slater? Oder heißt nur das Spiel so? Falsche Seite. Wir müssen jetzt nach links. Ila, genau. So, dadurch. Hier lang. Hier rechts. Hello there. Hi! Wir haben's, Leute, wir haben's. Wir sind so gut wie weg. Und da haben wir vorhin auch noch die Van-Tür offen gelassen. Der Computer war noch an. Die hätten uns hier komplett in den Popo, aber wirklich sowas von. Aber wir haben es geschafft. Bam! Yeah! Und ich bin ganz kurz weg für die Videosequenz, ne? Bis gleich. What's going on? The driver's taken the Godfather to meet the inside man now, and we have audio on that meeting. I told you, Mark, the DEA is corrupted. Are you sure we can hear everything they say? Of course I'm sure. Now shut the hell up. I'm trying to hear what they're saying. I'm telling you, Vittorio, the man knows everything. Look, he knows I'm dirty. He knows all about your drug business. He's gonna tell everything to the cops. And he has some evidence with him and a fucking memory stick to fucking prove it. Who is he? I don't fucking know. Some David. David fucking Biedman. Calm down, Frank. You'll take care of him and the evidence he has. And how the fuck am I supposed to do that? You're the DEA, Frank. You have access anywhere. Here, use this. Oh, Jesus, fuck. And what happens when they realize it was me? Don't worry. It won't be seen at autopsy. You better be fucking right. You better fucking relax, Frank. When he's dead, Donnie will give you your money. And access code to the dungeon. You will meet Jack there. Do you understand? And what about the other issue? We'll take care of it. Now run along and do your job, Frank. And Frank, no mistakes. All right, boys, I need to get everything on that memory stick, so you better start working. Mark. Your thoughts. Just get my briefing ready.
Ja, da gibt es auf jeden Fall mindestens noch 2 Missionen. Jetzt gegen den DEA-Agenten und dann nochmal gegen den Paten. Also mindestens. Oh, einen Tag später gleich. The Dungeon. Oder vielleicht wird das jetzt kombiniert. Der DEA-Agent mit dem Code für den Dungeon. Wo wir dann den Paten erledigen. Listen up, Mark. The former investigator David Biedman has crucial evidence against the Cianellos in the memory stick. The bad news is, that memory stick also contains the footage of our involvement in all those deaths. Now, Biedman's about to hand that memory stick off to the cops, and if anyone sees that evidence, we're as good as dead, Mark. The Cianellos want the memory stick for themselves, and that corrupted agent Frank Skinner is there to assassinate Biedman. Mark, you have to get that memory stick before the agent gets it. The Godfather's underboss, Jack Trench, and his right-hand man, Tony Moratore, are waiting for the agent nearby. Tony is supposed to hand out the access code to the agent, so locate Tony, kill him, and keep an eye out for that access code. They're dangerous and unpredictable criminals, Mark. Eliminate all of them and retrieve that memory stick. Na gut, okay, alles klar. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Wir haben hier diesen korrupten DEA-Agenten, der einen Kollegen von sich umbringen möchte, der diesen Stick rausbringt. Genau. Wir müssen ihn vorher erledigen, bevor er den Stick hat. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Den müssen wir umbringen. Und den hier. Tony works as a runner and a hitman for the... Der sieht aber aus wie der Hitman. His trademark is a long coat and a black cap. Das ist ein Markenzeichen. Die schwarze Mütze und der lange, lange Mantel. Okay, der gibt ihn. Ach, keine Ahnung. Wir müssen die jetzt umbringen. Ich musste mich gerade hier ohne Cam um mein Hündchen kümmern. Um meine Ellie. Memory stick should be in... Und Beatman, genau, richtig, den müssen wir. Der hat den Stick. Agent Skinner will sich den Stick holen und will Bateman töten. Genau, oder Beatman. Damit er den Stick hat, mit den Daten, die auch uns zur Last geworfen werden können. Sag ich doch. Und hier ist die. Und hier ist der zweite Pate. Also der Vizepate, wenn man so möchte, und seine rechte Hand. Die müssen wir umbringen. Naja. Alles klar. Okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. So Pi mal Daumen. Auf geht's. Und uns wurde suggeriert, dass diese Mission unter Zeitdruck passiert. Aber wir müssen Beatman. Wir müssen Beatman finden, bevor uns Skinner ihn findet. Also los geht's. Best in town. Ein sehr lebendiger Markt hier. Polizei. Aber mal ein offenes Level, auch nicht schlecht. Also fast ausschließlich an der Oberfläche befindliches Level. Da ist der Dungeon, okay. Du hilfst uns nicht weiter, Wir haben einen Schlüssel. Wofür? Für ein Storage Building. Ein Lagergebäude. Oh, hier können wir rein. Ist das Lagergebäude? Zumindest ist es keine Restricted Area. So. Irgendwen können wir jetzt hier reinlocken. Wer kommt jetzt? Wer möchte sich dem Schaden annehmen? Hallo? Guten Tag. Du willst dich dem Schaden annehmen? Du bist ein Junkie. Den gleichen Schlüssel habe ich auch. Das bringt gerade herzlich wenig. Oder wohnst du hier? Kann sein, dass der hier wohnt. Boah. Richtig schlimm.
Bodensatz. Ist noch ein Schlüssel. Wahrscheinlich wieder der gleiche. Ja, ja, ist die ganze Zeit der gleiche Schlüssel. Der Typ hatte auch einen in der Hand, aber den brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber wo ist denn jetzt dieses Storage Building? Noch ist alles cool, noch befinden wir uns in keiner Restricted Area. I don't know. Bringt uns gerade herzlich wenig. Dich müssen wir umbringen. Da ist er. Nein, stopp! Oh! Das haben die anderen jetzt gesehen, ne? Alarm. Oh, wow, 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 wow! Ja, das war ein bisschen zu, ein wenig zu zuversichtlich. Die Typen, die an mir vorbeigelaufen sind, die haben mich gesehen. Ich überlege gerade, ob ich es nochmal probiere. Ob ich es vielleicht nicht nochmal probiere. Listen up, Mark. Aber eine Sekunde länger warte. Jetzt besorgen wir uns erstmal wieder unseren Schlüssel. Bin mir gar nicht so sicher, ob wir den schon verwendet hatten. Mehr hatten wir letztendlich ja auch nicht getan gehabt. Der Kotzi-Typ, genau. Wo ist der Kotzi-Typ? Steht er wieder da? Ja, steht wieder da. Storage Building Key. Da ist er wieder. Vielleicht können wir ihn hier besser eliminieren. Hallo? Okay, da darf ich nicht rein, da darf ich nicht rein. Da muss ich für einer von euch sein. Hey! Barkeeper! Gib mir eine Milchschokolade! Als Koch können wir da auch rein. Wo kam der denn jetzt her? Als Koch kommen wir da also auch rein. Und als Bulle? Als Polizist? Können wir irgendwo den Strom abstellen, dass einer reinkommt hier? Wenn er hierher kommt? Oder wir schnappen uns den Polizisten. Oh Gott! Alter, was machst du mit mir? Jetzt nicht zufällig irgendwo eine Kiste. Eine ziemlich gemütliche Kiste für dich. Ist Kotzi. Das Level ist auf jeden Fall um einiges überschaubarer als das Spa. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, hier würde dich auch keiner sehen, oder? Oh nein! Hinter uns hat mich einer gesehen. Keine Zeugen. Nein! Ich habe meine Pistole noch nicht draußen. Wow, das ging aber schnell. Ne, da müssen wir auf jeden Fall mit mehr Ruhe ran. Aber, meine Damen und Herren, nicht mehr heute. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, dieses Spiel. Obwohl es natürlich nicht die, ich sag mal, die technische Finesse und die spielerische Tiefe von einem Hitman hat, war es auf jeden Fall mich zu unterhalten. Wir machen natürlich weiter, aber erst in der nächsten Folge. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns wieder. Wiederschauen, reingehauen. Der Leo, bis dann, ciao.